Weißt du, was die beste Investition ist? Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Die beste Investition, das ist die Investition in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit, in die eigene Entwicklung. Wie oft kaufen wir völlig unsinnige Dinge? Wie oft kaufen wir noch einen nächsten Pulli, eine weitere Bluse, ein weiteres Jackett, eine weitere Hose oder auch sonstige Dinge? Ja, ich sage manchmal zu den Dingen auch schon mal gerne, es sind Dinge, die die Welt nicht braucht, aber wir sind durch die Medien auch dazu geneigt zu glauben, dass wir das alles brauchen. Und letzten Endes fühlen wir uns dann für eine kurze Zeit besser mit diesen Dingen, mit der neuen Bluse, wenn wir sie tragen, oder mit dem neuen Hemd, mit der neuen Hose oder mit dem neuen Gegenstand, den wir uns gekauft haben. Aber das sind alles nur ganz, ganz kurze Glücksmomente und dann sind wir wieder auf der Suche. Und deshalb ist die beste Investition, die wir machen können und wofür wir Energie, Geldenergie fließen lassen können, also investieren können, Geld ausgeben können, ist die Investition in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit. Da sind wir dann oftmals am Hadern und denken, wow, da ist ein tolles Seminar, da würde ich gerne hingehen. Vom Herzen her weiß ich, das bringt mich total weiter. Aber das kann ich mir nicht erlauben, das möchte ich mir nicht erlauben. Summe X ist jetzt gerade nicht verfügbar. Und treffen dann einfach die Entscheidung, dass das nicht funktioniert oder warum es nicht funktioniert. Und so wie wir dann eine Entscheidung treffen, dass es nicht funktioniert, weil gewisser Grund einfach wir das letzten Endes vorschieben, dann sagt das Universum, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und dann werden wir es auch nicht realisieren können oder wir sind einfach zu geizig, ich sage jetzt mal einen kleinen Betrag, ein paar hundert Euro in die eigene Persönlichkeitsentwicklung auszugeben. Wenn ich mich aber dafür entscheide, das Seminar oder diese Weiterbildung, die spricht mich total an und das würde ich auch sehr gerne machen und ich treffe die Entscheidung, ich mache das jetzt auch, dann wirst du auch feststellen, wie das Universum in Bewegung kommt und dir die seltsamsten Möglichkeiten da offeriert, dass plötzlich auch diese Geldenergie in dein Leben fließt. Und vielleicht hast du ja auch schon mal ein Persönlichkeitsseminar in deinem Leben gemacht und hast festgestellt, wie gestärkt du aus diesem Seminar herausgehst, wie viele Aspekte, Anregungen und Ideen du damit rausgenommen hast, wie du vielleicht auch über dich selbst hinausgewachsen bist. Und das bringt dich doch letzten Endes in deinem Leben weiter. Und deshalb ist die beste Investition, die Investition in sich selbst, in die eigene Persönlichkeit, um ja, sich darin zu stärken, sein eigenes Potenzial auf die Straße zu bringen und zur Entfaltung zu bringen. Und damit möchte ich dich heute mit diesem kleinen Beitrag hier mal dazu animieren, das nächste Mal, wenn du dazu geneigt bist, irgendwelche materiellen Dinge dir zu kaufen. Vielleicht möchtest du deine Denkrichtung, deine Blickrichtung mal ein bisschen dahingehend ändern, ob es wirklich notwendig ist und ob es dich vielleicht in diesem Moment nicht weiterbringt, wenn du in dich selbst, in deine Persönlichkeit entwickelst, um da auf dem Weg weiter zu dir selbst zu finden, auf den Weg deines Herzens zu kommen. Und das ist ganz gleich, in welche Richtung du da dir ja, vielleicht mal ein Seminar gönnst oder vielleicht mal einen Online-Kurs denkst, aber einfach mal so den Schalter umlegst, dass es dir für dich selbst es dir einfach wert sein soll, dass du selbst es dir wert bist, deine Persönlichkeit zur vollen Entfaltung zu bringen. Okay, das war's für heute schon. Ich schicke dir eine herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.